Ja, wo wir das Teil drin haben, die meisten Kabel habe ich vorne rausgeführt. Das hier sind die beiden Anschlusskabel von den Lüftern. Die habe ich hier mit einem Y-Kabel zu einem Lüfteranschluss zusammengefasst. Habe ich aktuell bei dem jetzigen Mainboard mit auf dem CPU-Lüfter drauf. Da sind ja zwei Anschlüsse vorhanden, um das so ein bisschen lastenabhängig zu machen. Was nämlich nicht funktioniert hat, ist die Lüfter vom Netzteil tatsächlich auch auf die BeQuiet-Netzteil-Platine anzuschließen. Das hat sich nicht vertragen. So sind sie jetzt ja, geschwindigkeitsgesteuert. Bei einem anderen Mainboard, ich habe jetzt aktuell nur ein Test-Mainboard drin, könnte man die natürlich auch auf einen Gehäuselüfteranschluss draufsetzen und die Geschwindigkeit manuell regeln. Hier ist jetzt so ein altes ASRock-Mainboard drin. Das habe ich günstig gebraucht für den Testzwecke gekauft. Da war das leider nicht möglich. Aber ich denke mal, mit einem anderen Mainboard funktioniert das auf jeden Fall. Was wir hier rechts rausgeführt haben, sind die Stromanschlüsse für den Prozessor. Das passte von der Richtung deutlich besser. Das ist hier hinten im Netzteil dort lang gelegt und kommt dann hier hinten in so einem originalen Loch, was da schon drin war, wieder raus. Ja, als nächstes kann dann die Deckelplatte davon aufgesetzt werden. Auch die ist ein bisschen bearbeitet, um eben die Kabelführung dazu gewährleisten. Ist also hier im oberen linken Bereich das Loch ausgearbeitet worden. Und ja, das ist ein bisschen fummelig, da die Kabel leicht durchzufrickeln. Aber nur noch ganz normal wieder mit den zwei Schrauben hier oben fixieren. Und schon sehen wir von dem Netzteil bis auf die Kabel eigentlich nichts mehr.